Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben da draußen. Es ist wieder sonnig, es ist wieder schön. Und die meisten da draußen gehen tatsächlich in den Urlaub. Aber neben einem schönen Urlaub wollen wir auch eine gesunde und schöne Haut haben. Und was man da beachten muss und wie wir vor allem im Sommer unsere Haut schützen und pflegen können, wird uns heute die liebe Dr. Barbara Lebernett. Ich bin Max. Ich bin Barbara. Ich bin als Ärztin bei Dermanostik. Und wir wollen heute über Sommer und Haut sprechen. Wir haben schon gesprochen, wie man sich vor Sonne schützt, zuvor und danach die Haut pflegt. Aber der Sommer bedeutet eben nicht nur Sonne, sondern Hitze. Das kann natürlich auch Hautprobleme hervorrufen. So, und damit wir alle im Sommer gut geschützt sind und unsere Haut auch schön pflegen können, habe ich ein paar Fragen für dich vorbereitet, Barbara. Und ich fange auch direkt mit der ersten Frage an. Okay. Die erste Frage, Barbara, die ich an dich stellen würde, wäre, welche Herausforderung stellt sich unsere Haut im Sommer generell? Über Sonne hatten wir ja gesprochen. Stimmt. Oh, jetzt kommt die Hitze. Das heißt, die Haut versucht, der Körper versucht, selbst es zu regulieren, indem er schwitzt. Das ist eine sehr gesunde, sehr, sehr wichtige Sache. Aber manchmal ja für einen selbst, manchmal auch für die Umwelt nicht so angenehm. So, also Barbara, du hast gerade schon gesagt, Schweiß ist eine Sache, mit der wir alle zu kämpfen haben. Ich weiß, es ist ein natürlicher Prozess des Körpers, damit wir nicht überhitzen, aber Schweiß kann ja dann doch ein bisschen lästig sein. Gibt es neben Schweiß, Hitze, Wärme und der Sonne, weil wir ja nicht schon genug Dinge haben, auf die wir achten müssen, noch irgendwelche Dinge, auf die wir achten müssten oder sollten? Was im Sommer dazu kommt, was die Haut auch belastet, ist Allergiezeit. Mhm. Die Pollen fliegen wie verrückt. Das heißt, die Pollen können nicht nur Probleme an den Schleimhäuten machen, den altbekannten Heuschnupfen, Heu im Sommer, Gräser und so weiter, sondern eben auch, wenn sie direkten Hautkontakt haben, auch Hautausschläge hervorrufen, die oft nicht erkannt werden. Das ist eine Sache. Dann werden die Talgdrüsen auch angeregt durch die Wärme. Das heißt, Akne kann sich verschlechtern. Es gibt nicht umsonst den Begriff der Mallorca-Akne, die man aber auch auf jeder griechischen Insel und in Düsseldorf bekommen kann. Das sind die Hautprobleme, die im Sommer häufig sind, häufig gestellt werden. Ja, Insektenstiche auch ganz häufig im Sommer. Man hält sich mehr draußen auf und dadurch steigt natürlich das Risiko, dass ein Grillabend halt mit Insektenstichen endet. Das heißt, im Endeffekt haben wir richtig viele Dinge, auf die wir achten müssen. Meistens zu viele Dinge, als dass man sich auch wirklich alles zu 100% merken kann. Deswegen lest unbedingt, falls ihr Fragen habt, in unserem Hautlexikon alles nach. Da haben wir für den Sommer, für eure Haut exklusiv Dinge dastehen, die ihr nachlesen könnt, um euch selbst zu informieren, falls euch das alles jetzt nicht im Kopf hängen bleibt. Aber weil es ja heute auch um Hautpflege geht, würde ich auch schon mit meiner letzten Frage das Thema Hautpflege so ein bisschen abschließen, Barbara. Deswegen meine letzte Frage. Hättest du für die Leute da draußen für mich eine Hautpflegeroutine in so und so vielen Schritten? Ja, Hautpflege, ja, sommers wie Winter, beginnt mit der Reinigung. Im Sommer ist natürlich der Impuls, häufiger zu duschen, größer als im Winter. Ist aber nicht so günstig, weil eben das Wasser die Haut auch strapaziert. Gerade in den Großstädten, wenn es auch sehr kalkhaltig ist, kann das auch bei zu häufigen, zu heißen Duschen zur Austrocknung der Haut, zu Austrocknungsekzemen sogar führen. Also weniger ist mehr. Ruhig häufiger duschen, aber dann wirklich kurz und wenig Duschgel nehmen. Das heißt, Schritt 1 wäre achten, wie das Duschverhalten ist. Nicht zu viel, nicht zu wenig, sodass es quasi perfekt ist. Das ist dann, glaube ich, auch wieder so eine individuelle Sache, wo jeder einfach gucken muss, was die eigene Haut verträgt und wo es halt dann in nicht so gute Richtungen ausartet. Und nach dem Duschen, was könntest du dann empfehlen? Nach dem Duschen ist die Haut eben meistens etwas ausgetrocknet. Das heißt, zur Pflege in dem Fall aber eher wasserhaltige Produkte nehmen. Sogar die After-Sun-Produkte, die viel Wasser enthalten, sind nach dem Duschen, auch wenn man eben nicht in der Sonne war, auch sehr geeignet.
weil eben zu fetthaltige, zu reichhaltige Bodylotions, die wir im Winter brauchen, im Sommer eher kontraproduktiv sind, weil sie zu Entzündungen führen können. Prima. Falls du dich aber gerade eben gefragt hast, was ab das dann bedeuten sollte, die Barbara und ich haben auch ein kleines Video dazu vorbereitet, deswegen guck auf jeden Fall da vorbei, weil da erklären wir dir alles, was du dazu wissen musst. Ansonsten tatsächlich würde ich sagen, wenn das die Routine ist, also duschen gehen, darauf achten, wann, wie viel, ne, duschen gehen und dann mit Aftersun-Produkten sich danach eincremen, ist ja im Endeffekt die Routine relativ simpel. Ne? Das heißt, im Endeffekt achten wir hier tatsächlich mehr auf Qualität als auf Quantität. Das heißt, wenig effektive Schritte sind immer besser als viele Produkte, viele Dinge, viel was einfettet. Richtig? Genau. Korrekt. Super, ja dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet euch hier für den Sommer gut vorbereiten, damit ihr eure Haut gut schützen und pflegen könnt. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt uns wie immer die Fragen in den Kommentaren. Abonniert, damit ihr kein Video von uns verpasst. Folgt uns auch auf Insta, weil da geht halt auch noch der Content ab. Und ansonsten bleibt gesund, bleibt nicht zu lange in der Sonne. Ne? Wir wollen ja keinen Sonnenbrand. Und bleibt gesund, habe ich schon gesagt, aber trinkt viel. Bleibt gesund, kann man heutzutage ja nicht oft genug sagen und genießt den Sommer. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, was auch immer. Macht's gut. Ciao. Ciao.